Hallo liebe Leute, hier ist der Silencer, ich grüße euch und willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Videoformat von mir, und zwar 90 Sekunden Spiele-News, ganz knapp, ganz prägnant von mir vorgetragen. Dazu kommt jetzt mein Spielehut zum Tragen, und ja, wir werden jetzt direkt reingehen. Ich habe hier so eine lustige Eieruhr, die sagt mir ganz genau, wann die 90 Sekunden vorbei sind, und wahrscheinlich werde ich gar nicht alle News schaffen. Ich werde mich versuchen zu beeilen. Und es geht los. Dishonored. Die Entwickler sagen, ja, die Leute haben Angst vor Gewaltzensur. Sie möchten sich halt nicht dagegen äußern, weil sie halt Angst vor Zensur haben. Dann Tomb Raider. Underworld ist jetzt spielbar. In dem Streamingdienst Core Online könnt ihr das kostenlos im Browser spielen. Borderlands 2. Da ist jetzt ein neuer DLC rausgekommen. Hammerlocks Big Game Hunt heißt das. Und das könnte dann, denke ich mal, bei Steam halt ziehen. Soll sehr, sehr geil sein. Minecraft Update mit 1.5 bringt animierte Texturen mit. Nach dem Update wird es halt möglich sein, die Texturen aller Blöcke im Spiel zu animieren. Wird bestimmt lustig. SWTOR hat mit der Ankündigung, auf dem neuen Planeten Markep gleichgeschlechtliche Beziehungen zu ermöglichen, ziehen sich die Entwickler von BioWare gleichermaßen den Zorn der Befürworter als auch der Gegner dieses Features auf sich. Also da gibt es irgendwie ziemlich viel Trouble gerade. Devil May Cry ist jetzt gerade rausgekommen für Konsolen, für PC. Kommt es ein bisschen später raus, und ja, sie bedanken sich für bei allen Befürwortern und Kritikern. Monkey Island, das Beleidigungsspiel mit dem Fechten, das werdet ihr jetzt im Browser spielen können. Arma 3, die Entwickler, die zwei Leute, die da die Fotos von der Militärbase gemacht haben, sind jetzt aus dem Gefängnis raus nach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 128 Tage, und jetzt ist die Zeit leider schon vorbei. Und ich habe noch so viel vorbereitet. Naja, ja, ich habe vor, das Ganze immer mittwochs und sonntags zu machen, so einfach, dass ihr zack, 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 zack ganz schnelle News dann bekommt. Vielleicht eine kleine Meinung von mir zu speziellen Dingen. Ja, Borderlands 2 ist ein sehr, sehr geiles Game. Finde ich auch cool, dass sie das mit den DLCs weiter unterstützen. Das Game ist ja einfach so groß, man kann echt so viel machen. Und das ist sehr, sehr cool. Mit Monkey Island, das finde ich auch geil, weil dieses Beleidigungsspiel, das war eigentlich schon immer mega cool im Spiel. Ich habe das manchmal damals, viele von euch werden es vielleicht nicht kennen oder vielleicht durch die manche Let's Plays von großen Let's Playern, dieses Beleidigungsspiel von Monkey Island. Ich habe das damals, habe ich extra immer wieder den Spielstand neu gestartet, weil ich das einfach so geil fand mit den ganzen Antworten und so. Ich guck da mal rein, ich habe es mir jetzt selber noch nicht angeguckt. Ja, und bei Arma 3, ich finde das echt super, dass sie jetzt entlassen worden sind, weil das war sowas von zwiespältig und sowas von, dass man sich das halt gefragt hat, warum die griechische Regierung das überhaupt mit den beiden macht. Die haben halt die Basis oder eine Basis von Griechenland fotografiert, ohne sich eine Erlaubnis zu holen. Okay, das ist natürlich schön doof, aber ja, dann wurden die verhaftet und jetzt ohne irgendwie eine Anklage, ohne irgendwie richterliche Entscheidungen wurden die einfach jetzt erstmal in Untersuchungshaft gelassen. Das ist eigentlich in der heutigen Zeit, und dadurch, dass Griechenland ja auch EU-mäßig da am Start ist, das ist eigentlich schon nicht so schön. Ja, also ich werde Devil May Cry Let's Play, ich mache da jetzt mal Werbung für, ich werde das auf jeden Fall den Singleplayer Let's Playen. Und deswegen, ich finde es halt ein bisschen doof, dass die Konsolen das jetzt schon am Anfang halt ein bisschen spielen können, aber das müssen wir PC da halt akzeptieren. Das war ja auch bei Assassin's Creed 3 so. Ja, und bei Minecraft, ich kann mir da nichts vorstellen. Ich bin jetzt nicht der Minecraft-Nerd mit animierten Texturen, wird aber bestimmt lustig. Finde ich auch cool, dass sie dann immer weiter dabei bleiben mit den Updates. Ja, und naja, mit den Gewalt an Spielen bei Dishonored ist halt so eine Sache, das ist halt wieder so Pro und Contra. Ich kann euch das mal einmal kurz vorlesen, was derjenige, der Entwickler oder der Ex-Entwickler, der sagt: Nach den jüngsten Waffengewalt-Tragödien in den USA und daraus resultierenden Anti-Spiele-Debatte ist es wichtig für uns Spieler, sich nicht einfach darauf auszuruhen, dass Spiele nicht auch Teil des Problems sind. Ja, das ist halt das Problem, das ist die quasi diese Urdiskussion, haben Gewalt Spiele oder gewaltverherrlichende Spiele irgendwas damit zu tun, dass halt Amokläufer deswegen Amok laufen.
Ich fände es cool, wenn ihr genau diese Diskussion einfach mal unter das Video postet. Ich hätte eigentlich auch Bock, darüber einen Commentary zu machen, weil das schon sehr ein aufgehitztes Thema ist. Und das, dadurch, dass es ja jetzt hier gerade erwähnt wurde von jemandem groß in der Spielszene, würde ich mich freuen, wenn wir ein bisschen darüber diskutieren. So, das war Silencers 90 Sekunden Newsflash, würde ich sagen. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!